Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtfeier und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Inflation, diesem Thema können wir alle nicht entkommen. Es ist omnipräsent. Das Thema Renditen schon etwas spezieller für uns Anleger. Und allgemein lässt sich momentan auf vielen Ebenen hinterfragen, ob wir eine Zeitenwende erfahren. Das Ganze nicht nur bei der geopolitischen Ausgangslage, bei der Energieversorgung, aber natürlich auch bei vielen anderen Themen, die Anleger betreffen. Und diesen Aspekten wollen wir uns heute entsprechend nähern. Wir werden die Online-Konferenz entsprechend aufzeichnen. Diese wird Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt. Und auch alle Fragen, die Sie während des Webinars über die Software stellen, werden wir natürlich vor Beendigung entsprechend beantworten. Wir springen direkt in das Thema und schauen uns die sogenannten Angstindikatoren an. Das ist die erwartete Schwankungsbreite, die man aus bezahlten Optionspreisen herauslesen kann. Im oberen Bild sehen Sie das für den VSTOXX, also die Volatilität für den europäischen Aktienmarkt. Sie sehen in Türkisblau den Durchschnitt über die vergangenen 12 Monate. Sie sehen das aktuelle Niveau. Wir sind nicht ganz so erhöht wie zu Corona-Zeiten, aber Sie sehen doch, dass das Thema Volatilität reflektiert, dass wir eine größere Bandbreite an möglichen Ergebnissen haben. Also vereinfacht gesprochen, je größer die Unsicherheit, desto größer ist die Bandbreite der Aktienmarktschwankungen. Und das wird entsprechend reflektiert durch die implizite Volatilität. Und das Gleiche sehen Sie unten entsprechend für den VIX. Der bildet die gleiche Berechnungslogik ab für den S&P 500, also den Leitindex in den USA. Und da auch sehen Sie, sind wir entsprechend oberhalb der 12 Monate gleitenden Durchschnitt. Und die Kernfrage, die wir uns am Kapitalmarkt dementsprechend immer stellen müssen, ist ja nicht die, wie sich die aktuelle Lage darstellt, sondern was bereits in Kapitalmarktpreisen reflektiert ist. Wir haben den Krieg, wir haben Inflation, wir haben eine straffere Geldpolitik, eine Null-Toleranz-Politik, was Corona angeht in China. Das alles ist bekannt und die Kernfrage ist nun, was ist bereits eingepreist? Und wenn wir das Ganze auch von der Inflation auf die Notenbank übertragen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit hat der extreme Renditeanstieg bei festverzinslichen Wertpapieren bereits das vorweggenommen, was wir noch an Leitzinserhöhungen sehen und wie wirkt sich die Reduktion der Notenbankbilanzen, wenn sie dann auch entsprechend einsetzt, wie wirkt sich diese auf die finanziellen Rahmenbedingungen, auf die Bepreisung von Vermögenswerten aus? Das sollen die Themen sein, die wir uns anschauen. Vorweg das Jahr 2022, da gibt es nichts schön zu reden am Kapitalmarkt und wir hatten ja auch in einem Lunch-Update getitelt, lassen die Notenbanken die Luft aus den Vermögenspreisen und das werden wir uns im Detail anschauen, aber Sie stellen schon fest, ob Sie den globalen Aktienmarkt betrachten, minus 16,5%, ob Sie die globalen Schwellenländeraktien betrachten, minus 17,7%, also auch hier sehen einen hohen Gleichlauf zwischen Industrienationen und aufstrebenden Volkswirtschaften. Wir sehen Gold noch 1,29% im Plus. Der Aufschlag war aber schon stärker. Gold hat natürlich mit den steigenden Renditen zu kämpfen und es gibt durchaus Analysen, die sehr plausibel sind, bei denen man davon ausgehen kann, dass wenn sich das Kriegsthema in der Ukraine löst, dass dann beim Goldpreis entsprechend der Weg nach unten vorgezeichnet ist, weil eben Risikoprämien entsprechend aus dem Markt ausgepreist werden. Dann Rohstoffe, auch ein Thema. Hier die große Frage, inwieweit natürlich steigende Inflationsraten Wachstum und Nachfrage reduzieren und inwieweit eine geringere Nachfrage auch die Rohstoffpreise wieder nach unten zieht und damit auch den Inflationsdruck reduziert. Da gibt es aus unserer Perspektive kein klares Szenario. Sie können gut begründen, warum die Inflationsraten nicht nur zweistellig werden, sondern warum sie auch eine gewisse Zeit auf einem hohen Niveau bleiben. Sie können genauso gut argumentieren, warum die Inflationsraten in überschaubaren Zeiträumen wieder auf 3,5, vielleicht 4% zurückkommen. Also eine hohe Unsicherheit bedingt durch die digitalen Themen, die wir haben rund um den Krieg von Russland gegenüber der Ukraine und der Null-Toleranz-Politik China, was Covid-19 entsprechend angeht. Dann sehen wir die Anleihenmärkte, auch das natürlich hier minus 11,85%. Auf globaler Ebene, wenn wir das im Euroraum anschauen, minus 9,4%. Und der Ort, wo man sich dieses Jahr verstecken konnte, das war der Dollar, weil die Euro-Schwäche und allgemein die Dollarstärke gegenüber vielen Währungen führt eben dazu, dass global ausgerichtete Portfolios entsprechend hier von der Währungsentwicklung profitieren. Vereinfacht gesprochen hat der schwache Euro-Kurs
die Entwicklung von Gold deutlich stärker ins Positive gehoben. Sie sehen das schon, der Großteil der positiven Goldpreisentwicklung kommt nicht aus dem Metall selbst, sondern aus der Währung. Und gleichzeitig hat man natürlich auch Verluste im globalen Aktienmarkt deutlich reduziert durch diesen Währungsverlust. Also die Euro-Schwäche, die macht sich in globalen Portfolios hier positiv bemerkbar. Mal wieder ein Argument dafür, was ja unser Standardsatz ist, das Vermögen global zu diversifizieren über alle Vermögensklassen und damit unmittelbar auch über alle relevanten Währungen, haben Sie automatisch, je nachdem, wie hoch der Goldanteil ist, dann 40, 50% Dollar mit im Portfolio. Und das ist natürlich in diesen Zeiten recht vorteilhaft gewesen. Dass man sich nicht verstecken konnte, das haben Sie bei den großen Vermögensklassen gesehen. Aber auch wenn wir mal in die Sub-Asset-Klassen, also in Einzelsegmente hineinblicken, dann sehen Sie das nochmal auch für die Rentenmärkte. 10-jährige US-Staatsanleihen in US-Dollar gerechnet, minus 13% seit Jahresbeginn. Wir sehen Unternehmensanleihen mit zweistelligen Abschlägen. Wir sehen Unternehmenshochzinsanleihen mit minus 9%. Sie sehen die deutsche Staatsanleihen minus 10%. Also der Anleihemarkt wirklich ein Desaster. Und wenn Sie mal hier auf Emerging Markets Anleihen blicken, wohlgemerkt, dann sehen Sie minus 16,5%. Die Aktien waren bei knapp minus 18. Also auch da sehen Sie, egal ob Aktien oder Anleihen, die Verluste waren sehr ähnlich. Und das ist natürlich ein Aspekt, der die Portfoliokonstruktion vor große Herausforderungen stellt. Im Umkehrschluss, auch das muss man sagen, jede Medaille hat zwei Seiten und sie sind hier in Blau dargestellt als Zeitraum der Vor-Corona-Phase. Die Renditen zum 01.01.2020, dann zum 20.03.2020, also wenn Sie wollen, in der Corona-Verunsicherung, entsprechend in Grau und Rot eben die jüngsten Daten, also die Schlusskurse von gestern. Und da sehen Sie, dass wir beispielsweise bei europäischen Unternehmensanleihen wieder heute Renditeniveaus haben von 2,6%, also mehr als verdreifacht im Vergleich zu vor Corona, höher als in der Corona-Phase. Die Profis unter Ihnen werden wissen, die Rendite von Anleihen, die Entwicklung kann man zerteilen in die Laufzeitprämie, die sogenannte Duration. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass die Renditen hier entsprechend stark gestiegen sind. In der Corona-Phase sind die Renditen gefallen, aber die Kreditrisikoprämien, also sorry, die Durationsprämie ist gefallen und die Kreditrisikoprämien sind damals gestiegen. Und Sie sehen schon diesen massiven Unterschied in der Corona-Phase, minus 0,3% für die deutschen 10-jährigen Staatsanleihen und heute 1%. Wir waren auch schon bei über 1,1%. Also da gab es doch wirklich einen Zeitenwandel und dementsprechend stellen wir auch fest, dass Strafzinsen werden in sehr naher Zukunft der Vergangenheit angehören. Entweder weil Banken sagen, wir schaffen den Strafzins ab, die verwahren Geld ab. Die ING DiBa ist ja da gestern entsprechend mit einer Pressemitteilung hervorgebrochen. Ich glaube, ab dem 1.7. will man das Thema erst für Vermögen ab 500.000 Euro einführen. Aber natürlich auch für Anleger gilt, wenn am Kapitalmarkt wieder höhere Renditen in festverzinslichen Wertpapieren da sind, dann lohnt es sich natürlich auch, sich bei festverzinslichen Wertpapieren umzuschauen und zu überlegen, wo bekomme ich denn momentan auskömmliche Renditen, die, Sie sehen das hier entsprechend, natürlich attraktiver sind als ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5%. Und je nach Bank wird es unterschiedlich lange dauern, ob man selbst aktiv werden muss oder weil die Banken natürlich die Marge erstmal noch selbst behalten wollen. Also von daher, das Positive am Rentenmarkt sehen wir, dass die zukünftigen Erträge deutlich nach oben gekommen sind. Insgesamt gilt ja bei Anleihen, wenn Sie heute eine Anleihe kaufen mit einer Einkaufsrendite von X Prozent, dann werden Sie auch, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten, genau diese Einkaufsrendite verdienen. Von daher ist auch manche Schlagzeile rund um die Verluste am Anleihenmarkt mit Vorsicht zu genießen, weil das waren ja am Ende des Tages alles nur Buchgewinne, die sowieso bei Fälligkeit der Anleihe wieder auf Null gefallen wären, weil eben Anleihen zu 100 zurückbezahlt werden. Und dann notieren eben Anleihen, wenn sie bei 110 sind und bei Fälligkeit bei 100, dann haben sie ohnehin einen sogenannten Rückzahlungsverlust. Also diesen Zusammenhang sollte man bei Anleihen in Abgrenzung zu anderen Vermögensklassen wie Aktien immer im Hinterkopf behalten. Aber die positive Botschaft ist natürlich, es wird wieder Alternativen zu Verwahrentgelten geben. Das heißt, im Takeaway, im laufenden Kalenderjahr sind alle relevanten Vermögensklassen gefallen. Das heißt, Risikostreuung über verschiedene Vermögensklassen und auch Risikostreuung innerhalb der Vermögensklassen. Sie haben es für Anleihen gesehen, aber auch bei den Aktien war es ähnlich. Ob Sie den DAX hatten, ob Sie den S&P hatten, ob Sie Nasdaq 100 im Depot besaßen, die Entwicklung der Indizes waren
überall nach unten gerichtet. Lediglich bei den Anleihenstilen sehen wir Unterschiede. Das schauen wir uns zum Schluss noch an. Und dass wir einen solchen Gleichlauf haben in Krisenphasen, in Neusortierungen, nicht unüblich. Aber was natürlich neu ist, ist die sehr schwache Entwicklung bei Anleihen und dementsprechend die einzige positive Ausnahme war der US-Dollar. Der hat positiv gewirkt auf das Portfolio und Put-Optionen haben ebenfalls einen Mehrwert generiert, weil dementsprechend bei fallenden Kursen die Put-Optionen je nach Ausgestaltung und Konstruktion ins Geld gelaufen sind und entsprechenden Gewinn realisieren konnten. Insgesamt auch das, glaube ich, ein wichtiges Thema. Aufgrund dieses Gleichlaufs von Aktien und Anleihen stellen wir fest, dass die Aufkleber, die häufig auf Anlagestrategien draufkleben, was ist defensiv, was ist offensiv, das wird häufig an Aktien- und Anleihenkombinationen festgemacht. Also defensiv sind 30% Aktien, 70% Anleihen, offensiv dementsprechend 70% Aktien, 30% Anleihen. Und aufgrund dieses Gleichlaufs sehen wir eben aktuell, dass es zum Teil defensive Strategien gibt. Die sind bei 15% im Verlauf diesen Kalenderjahres und sie haben offensive Strategien, die sind bei 7 bis 8%. Also haben nur die Hälfte des Verlustes realisiert. Und das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, nicht nur nach dem Label, nach dem Aufkleber zu gehen, sondern wirklich den Inhalt zu analysieren, um zu verstehen, welche Charakteristika das Portfolio entsprechend aufweist, speziell natürlich die Zinssensitivität, die Kreditrisikoprämien, aber insbesondere auch die Bewertung im Aktienteil des Portfolios, weil hier sehen wir eine deutliche Differenzierung zwischen sehr teuren Segmenten, was die Bewertung angeht, und dem breiteren Markt an dieser Stelle. Welche Überlegungen sind nun anzustellen? Und das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Natürlich eine simplifizierte Darstellung, aber ich glaube, das ist hilfreich. Wir sehen alle, dass wir hohe Inflationsraten haben. Wir sehen, dass die Notenbanken die Inflationsrate vollkommen falsch eingeschätzt haben. Sie wissen, das Stichwort transitory, vorübergehend, war dort dominierend. Man hat erwartet, gerade in der Eurozone, dass die Inflation eigentlich relativ schnell wieder auf 2% zurückkommt. Das war ein großer Irrglaube und nun sind die Notenbanken hinter der Kurve, müssen Kreditwürdigkeit, Credibility zurückerlangen. Also Fokus liegt ganz klar auf der Inflationsbekämpfung, insbesondere in den USA. Wir sehen eine straffere Geldpolitik. Das nimmt der Kapitalmarkt natürlich auch voraus. Das sehen Sie speziell auch bei den Anleihen, wo ja dann der künstliche Nachfrager Notenbanken wegfällt. Also wenn Sie wollen, das ist nun so ein bisschen die Quittung für die Hand in Hand Thematik, die wir im Rahmen der koordinierten Fiskal- und Geldpolitik hatten, um die Schäden der Corona-Lockdowns entsprechend zu kompensieren. Dann sehen wir natürlich perspektivisch, dass die straffere Geldpolitik, die schwächt das Wirtschaftswachstum. Man will die Wirtschaft auch abkühlen, speziell natürlich auch die Arbeitsmärkte in den USA. Man will natürlich auch die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen etwas abkühlen, um die Inflation nach unten zu bekommen. Und aktuell haben wir eben noch diese externen Faktoren Chinas, Null-Toleranz-Politik und Russland-Ukraine-Krieg, was, wie gesagt, aus unserer Sicht Inflationsszenarien nahezu unmöglich macht. Aber man erwartet sich, ceteris paribus, dass natürlich in einem abschwächenden Wirtschaftswachstum der Inflationsdruck nachlässt. Das würde wiederum zu etwas weniger Druck auf die Notenbanken führen. Und dann müsste man sich die Frage stellen, ist vielleicht momentan speziell bei den Anleihen bereits etwas viel eingepreist? Also ist die Stimmung nicht eigentlich zu schlecht? Weil wir am Ende des Tages sehen, dass ein schwächeres Wachstum zu geringerer Dynamik, zu reduziertem Inflationsdruck führt und dass die Notenbanken eben das Ganze etwas steuern können. Also die Hoffnung auf die sanfte Landung, die besteht. Ob die Notenbanken das schaffen, ob wir in eine anhaltende Rezession rutschen, auch das ganz klar nicht klar zu prognostizieren. Sie wissen ja auch bei Rezessionen, man hat erfolgreich die letzten 10 Rezessionen 20 Mal vorhergesagt. Also einfach ein unheimlich großes Problem in der korrekten Schätzung von volkswirtschaftlichen Entwicklungen, weil einfach zu viele Parameter wirken, weil die Marktteilnehmer in ihrem Verhalten sich adaptieren und dementsprechend sehr schwierig. Also die große Frage nach vorne hin, wo stehen die Zinsen und die Renditen am Ende dieser Bewegung? Sie wissen ja, nach der Zinserhöhung ist vor der Zinssenkung und von da kann man sich natürlich nur die Frage stellen, wenn wir uns die Zinsstrukturkurven anschauen. Wir sehen in Orange, das war die Zinsstrukturkurve vor 6 Monaten, in Grau vor 3, Rot vor 1 Monat und Blau natürlich die jüngsten Daten. Und da sehen Sie mal, wenn Sie die beispielsweise 5-jährige US-Staatsanleihen nehmen, da waren wir vor
6 Monaten auf einem Niveau von knapp bei über 1%. Nun sind wir eher Richtung 3%. Sie sehen diesen massiven Anstieg natürlich im kurzfristigen Bereich, was natürlich nichts anderes bedeutet, als entsprechende Zinserhöhungen einzupreisen. Die große Frage natürlich, ist nun alles eingepreist? Wenn Sie davon ausgehen, dass die Inflation weiter hoch bleibt und die Notenbanken die Wirtschaft ignorieren können, weil der Arbeitsmarkt noch stark ist, dann würde man sagen, ja, da ist noch Luft nach oben. Die andere Argumentationskette ist, naja, viele Pensionskassen und Pensionsfonds in den USA, die sind mit um die 3% bei US-Staatsanleihen im Anleiheteil eigentlich ganz zufrieden, haben vielleicht auch Angst, dass die Renditen wieder fallen. Und von da sind das durchaus Kaufkurse. Das führt natürlich auch dazu, dass die Renditen wieder etwas fallen können. Wir glauben, auch das schwer zu prognostizieren. Von da würden wir auch einen ausgewogenen Ansatz präferieren. Und Sie wissen, als die Renditen sehr niedrig waren, haben wir dazu geraten, die Duration im Portfolio eher kürzer zu halten, sowohl auf der Anleihenseite als auch durchgerechnet auf der Aktienseite. Und nun bei diesem höheren Renditeniveau macht das natürlich durchaus wieder Sinn, zumindest etwas mehr Duration im Anleihebereich, aber auch natürlich im Stil der Aktiensektoren das Thema Zinssensitivität wieder anders zu betrachten. Und wenn wir nach Deutschland gehen, dann sehen wir andere Währungen, leicht anderes Niveau natürlich, aber gleiche Frage, was ist eingepreist, was ist nicht eingepreist. Aber wir sehen schon hier 10-jährige Anleihen, die sind von minus 0,4 vor 6 Monaten auf um die 1% gestiegen. Also der Faktor ist wirklich natürlich sehr dynamisch. Und wir sehen auch, dass sich Baufinanzierung im 10-jährigen Bereich beispielsweise von 0,5% für 10-jährige Zinsbindung auf 2,8% verteuert haben. Und da wird man natürlich auch noch sehen, welche Auswirkungen das auf den Immobilienmarkt haben wird. Auch das ist ein Thema, was wir bereits in einem Webinar behandelt haben. Also die große Frage dreht sich darum, was ist bereits eingepreist zum Anleihemarkt? Haben wir bereits festgehalten. Positiv, es gibt wieder höhere Renditen. Das Thema Verwahrentgelte lässt sich lösen über entsprechende Investitionen am Kapitalmarkt. Aber die Frage löst sich natürlich nicht, wo bekomme ich den realen Kaufkrafterhalt, weil die Realzinsen, also Zinsen abzüglich Inflation, die bleiben negativ. Die Zinsen steigen zwar, die Inflation fällt hoffentlich etwas, aber am Ende des Tages bleibt das Minus und dementsprechend sind wir beim liquidesten und produktivsten Sachwert auf globaler Ebene angekommen, das sind eben die Aktien. Auch hier für Sie zum Einstieg eine simplifizierte Darstellung. Die Experten von unter Ihnen, die wissen natürlich noch mehr Details, aber mir geht es darum, sie alle abzuholen und dementsprechend mal das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu betrachten, weil Sie lesen oft in den Medien, dass steigende Renditen sind Gegenwind für die Bewertung von Aktien. Und wir stellen oft fest, dass die meisten Anleger das zwar lesen, aber nachvollziehen können sie es nicht. Von daher das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Typischerweise haben den aktuellen Aktienkurs, also welchen Preis bezahle ich, um einen Vermögenswert zu erwerben, im konkreten Fall eben die Aktie. Und das in Relation zum Gewinn je Aktie pro Jahr. Also welchen Preis bezahle ich für einen Vermögenswert? Dieser Vermögenswert macht welchen Gewinn pro Jahr? Und das gibt natürlich einen Faktor. Und Sie sehen sich schon hier unten, wenn die Aktie bei 100 steht und Sie hätten einen Gewinn je Aktie von 5 €, ein Teil wird thesauriert, ein Teil fließt in Form von Dividende an die Anteilseigner zurück, dann sehen Sie eben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis entsprechend, was sich hier darstellt von 20, weil der Kurs von 100 ist das 20-fache des Jahresgewinns. Und wenn wir nun sagen, dieser Faktor von 20, der hängt immer damit zusammen, was wir für ein allgemeines Zinsniveau haben, wie gut die Liquiditätsversorgung ist, wie risikofreudig die Anleger auch sind, dann haben eben niedrige Zinsen, niedrige Renditen dazu geführt, dass Anleger hohe Multiplikatoren entsprechend akzeptiert haben. Und wenn wir nun unterstellen, die Alternativrenditen steigen, Stichwort Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen dementsprechend, und man würde sagen, naja, der akzeptierte Faktor ist nicht mehr 20, sondern 16, dann hätten Sie bei einem Gewinn von immer noch 5 € und einem Multiplikator von 16, 5 mal 16 ist 80 und 80 ist weniger als 100 und dementsprechend haben Sie 20% Rückgang, die Sie damit begründen können. Das ist natürlich eine Ceteris Paribus-Betrachtung, weil auf was man sehr genau schauen muss, ist noch der Gewinn je Aktie, der zu betrachten ist. Und da sehen die Unternehmensdaten ja momentan noch sehr gut aus, aber allgemein wird erwartet, dass die Unternehmensgewinne zurückkommen, weil die Unternehmen zwar einen Teil der Preissteigerung an die Endverbraucher weitergeben können, aber das am Ende des Tages aus erhöhten Löhnen
plus erhöhten Inputfaktoren doch die Margen geringer ausfallen und geringere Margen führen natürlich entsprechend auch zu geringeren Gewinnen. Von daher, wenn Sie jetzt sehen, dass Kurs-Gewinn-Verhältnisse niedriger sind als vor einigen Monaten, dann ist das eine Momentaufnahme, weil was hier noch korrigiert werden muss, ist natürlich dann die Gewinne, die tendenziell vielleicht sich eher nach unten bewegen. Also das der Zusammenhang. Und Sie werden in der Aufzeichnung des Webinars diese Grafik nochmal in leicht veränderter Form sehen. Das ist noch etwas optisch besser dargestellt, hier noch die alte Version momentan enthalten. Also es macht Sinn, durchaus in der Aufnahme nochmal zu diesem Punkt in der Online-Konferenz vorzuspulen und sich das entsprechend anzuschauen. Das eine ist natürlich eine Neubewertung von insgesamt soliden, vernünftigen Geschäftsmodellen. Das ist die eine Medaille. Die andere Medaille ist natürlich das, was wir sehen aus unserer Perspektive. Wir haben oft davor gewarnt, haben es oft thematisiert, dass wir die Kombination aus Menschen, die zu Hause sitzen, Schecks vom Staat bekommen und damit an den Börsen spielen, dass das eine ungünstige Kombination ist. Und Sie kennen alle diese Hypes um GameStop, AMC und ähnliches, die Millionen von jungen, teilweise ja Daytradern, die mit wenig Kapital und großen Hebeln sich da über Online-Foren bei Reddit, die sogenannten Wall Street Bets, engagiert haben. Da habe ich Ihnen das Logo hier mitgebracht. Und dann hat man eben auch einen Index aufgelegt im 2021, der diese sogenannten Meme-Stocks, also Memes sind eben diese witzigen Bildchen, der eben diese 25 Aktien abbildet mit dem höchsten Interesse und gleichzeitig mit dem höchsten Short Interest. Das kommt ein bisschen von der Hedgefonds-Seite. Und die hat man abgebildet in einem Index. Und Sie sehen, dieser Index ist gestartet im November 2021 bei 1000 und steht heute bei etwas über 300, also ungefähr 65% Verlust in 6 Monaten. Und Sie sehen das auch bei anderen Highflyern, bei Zoom, bei Peloton, bei vielen anderen Aktien. Sie sehen das bei der teilweise sehr prominent gewordenen Casey Wood mit ihrem ARK Innovation ETF, wo wir jetzt einfach feststellen, da ist die Blase geplatzt. Und man muss ganz klar festhalten, die Dimension dessen, was wir hier in Teilsegmenten sehen, bei unprofitablen, aber prominent platzierten digitalen Unternehmen, sogenannten Disruptoren. Das erinnert schon sehr stark an das Platzen der Internetblase. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie geht das weiter? Weil Sie haben es eben gesehen, hier in diesen speziellen Segmenten, diesen gehypten Segmenten, teilweise 60-80% Verlust. Der globale Aktienmarkt steht eher bei 15% Verlust. Und da sehen Sie eben schon auch den Unterschied, den Bewertungslevel auf Portfolios haben. Und wenn Sie das dann nicht nur den globalen Aktienmarkt haben, sondern noch etwas auf die Bewertung geachtet haben und beispielsweise Value beigemischt haben, dann stellen Sie eben fest, dass Value fast horizontal gelaufen ist, also deutlichst weniger Verlust. Und das war ja auch immer das Argument. Indizes, die von ETFs abgebildet werden, die haben aufgrund der marktkapitalisierungsgewichteten Logik, laufen die immer irgendwann gewiss in Klumpenrisiken rein. Und diese Klumpenrisiken, insbesondere die Bewertungsanstiege, die müssen Anleger eigenständig kompensieren, entweder durch sich selbst oder durch einen Berater, durch einen Vermögensverwalter, aber irgendjemand muss es tun, weil Bewertungen zählen so lange nicht, bis sie zählen. Und das, wie gesagt, jetzt hier doch sehr dramatisch. Also in Teilsegmenten des Kapitalmarktes, auch teilweise im breiteren Nasdaq, also dem Technologieindex, da muss man wirklich sagen, da ist eine Spekulationsblase geplatzt. Auch Bitcoin steht ja bei ungefähr 55% Verlust vom Hoch. Auch da wird sich natürlich noch zeigen, ob es wirklich ein Asset ist, was irgendeinen Sinn in der Portfoliokonstruktion hatte oder ob es einfach nur ein Element ist von zu viel Geld, zu viel Spieltrieb, zu viel Spekulation. Und man sieht das ja auch bei den Tradern, bei den Daytrading-Plattformen, die da sich stark positioniert haben, sowohl für Kryptos als auch für Aktien. Da sieht man ja, dass die Nutzerzahlen wieder deutlich zurückkommen, dass die Nutzer, die sich aktiv beteiligen, deutlich geringer werden, weil Spekulation macht natürlich auch nur Spaß, solange es steigt. Und von daher, da ist wirklich eine Blase geplatzt und auch teilweise sehen wir das in leichten Nuancen eben dazwischen. Also eines extrem globaler Aktienmarkt, Value zu diesen Meme-Stocks und dazwischen liegen dann natürlich auch andere Sektoren, die eigentlich gute Unternehmensdaten besitzen, europäische Small Caps, europäische Micro Caps, also Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die zwar an sich sehr gesund sind, die aber immer dann leiden, wenn Kapitalmarktteilnehmer Risiken reduzieren, wenn man von kleinen Unternehmen zu den großen Bekannten ausweicht. Also da sehen wir eben auch, dass sich hier entsprechend wieder Opportunitäten bieten.
Weil da sind wir wieder bei der Frage, was ist bereits eingepreist, was ist noch nicht eingepreist oder wo ist vielleicht auch die Euphorie, was steigende Renditen betrifft, etwas weit gelaufen. Und deswegen der Blick auf die zyklusgeglätteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse, also quasi das, was wir eben gesehen haben, auf Basis des breiten amerikanischen Aktienmarktes, nicht die aktuellen Gewinne, sondern die Gewinne der letzten 10 Jahre im Durchschnitt inflationsbereinigt. Und da sehen wir auch, da waren wir sehr teuer, aber Bewertungen interessieren eben so lange nicht, bis sie wieder interessieren. Das ist schwer zu timen. Aber jetzt sehen wir doch, dass die Bewertungen ein Stück zurückgekommen sind. Momentan der Trend da eher noch nach unten gerichtet, weswegen wir auch der Meinung sind, es ist jetzt zu früh, in die alte Buy-the-Dip-Methodik zu verfallen, die seit der Finanzkrise so erfolgreich war, sondern wir glauben eher, dass nun etwas mehr Taktik auch hier entsprechend notwendig ist. Der jetzige Rückgang, der ist weder am breiten Markt und vor allem natürlich nicht bei spekulativen Unternehmen ohne jegliche Gewinne momentan schon so groß oder groß genug ist er, aber die Marktphase ist noch nicht so, dass man jetzt sagen müsste, jetzt hat man hier Risiko-Opportunitäten eher vielleicht fürs Trading, aber noch nicht für die taktisch-strategisch geprägte Vermögensanlage. Was wir also dementsprechend sehen, auch das, diese Grafik kennen Sie alle, diese Schere zwischen Wachstumstiteln und Substanztiteln, die sich aufgetan hat. Und da sehen Sie jetzt schon, dass durch die jüngste Entwicklung, insbesondere seit dem ja, späten Teil des Winters 2021, da sehen Sie eben schon, dass die Wachstumstitel deutlicher zurückkamen im Vergleich zu den Substanztiteln. Die Frage ist nun, schließt sich diese Lücke weiter? Wir glauben, es macht weiterhin Sinn, ein Portfolio zu halten, was von den Bewertungen etwas defensiver ist als der globale Gesamtmarkt. Das ist noch nicht opportun ist, jetzt strategisch bereits wieder diese Wachstumstitel einzusammeln, sondern das Bewertungsthema, das sind typischerweise sehr langfristige Zyklen und da muss man eben entsprechend schrittweise vorgehen. Aber auch hier gilt natürlich, man bezahlt erwartetes Wachstum heute deutlich geringer, als man das vorher getan hat. Und auch das, glaube ich, eine kleine Reminder und eine Lektion für die Zukunft. Bewertungen zählen so lange nicht, bis sie zählen. Deswegen ist es wichtig, die Bewertungen des Aktienportfolios laufend zu messen. Also im Fazit zur Anlagestrategie, Bandbreiten schützen vor Fehlern. Sie wissen, wir sind große Freunde von strategischen Quoten und von Bandbreiten. Und wenn wir uns das anschauen für ein ausgewogenes Portfolio, dann würde man sagen, aktuell lässt sich die Bandbreite durchaus so definieren von 35 bis 65%. 50% ist die Neutralpositionierung. Und wir sind durchaus Freunde davon, die Aktienquote taktisch etwas geringer zu haben, aber ohne große Wetten einzugehen, indem beispielsweise, wie vorhin auch ausgeführt, Teile der Aktienquote mit einem Put zu unterlegen, der weit aus dem Geld ist. Auf der anderen Seite Volatilitätsanstiege, wie zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges gegen die Ukraine Volatilitätsspitzen zu nutzen, um beispielsweise über Discount-Zertifikatstrategien Volatilität zu verkaufen, wenn der Preis hoch ist im Rentenbereich. Da, wie gesagt, auch noch nicht der Punkt, um riesig mutig zu werden, weil der Trend momentan natürlich momentan gegen die Anleihen spricht. Aber wir sehen sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen, dass diese momentan natürlich bei vielen Indikatoren stark überverkauft sind. Und wenn wir uns einig sind, dass die finanzielle Repression, Zinsen unterhalb der Inflationsrate, der strategische Rahmen für die nächsten Jahre ist, dann sind natürlich Gelder, die nicht für die Rücklage verwendet werden. Also auf Sicht von 3 Jahren benötigt werden. Die müssen natürlich irgendwo in Risikoprämien tragende Vermögenswerte. Gold, auch da natürlich die große Frage. Ich habe es bei der Einleitung schon angesprochen. Die strategische Quote aus unserer Sicht, 5% Gold sollte jeder haben in physischer Form, vielleicht noch ergänzt durch entsprechend Silbermünzen im physischen Direktzugriff für den Fall der Fälle, dass man es nie benötigt, hoffentlich. Aber wir sind beispielsweise aktuell auch in vielen Strategien, liegen wir taktisch bei 10% Gold aufgrund negative Realzinsen, Verunsicherung und Ähnlichem. Aber die Frage, die man sich stellen muss, insbesondere bei Gold natürlich nun, wenn der Gegenwert durch einen starken Dollar, durch steigende Renditen da ist und hoffentlich bald diese geopolitische Verunsicherung wegfällt, da wir einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine bekommen, dann hat natürlich Gold einiges an Gegenwind und das würde natürlich dafür sprechen, das taktische Übergewicht zu reduzieren, also beispielsweise ein Übergewicht von 10% auf die 5% zurückzuführen. Da sind wir aktuell noch nicht, aber das gilt es wieder zu überlegen.
Das heißt, im Takeaway, wenn wir das zusammenfassen, die Realzinsen, also Zinsen abzüglich Inflation, bleiben auf absehbare Zeit negativ. Das heißt, der Kaufkrafterhalt erfordert Risikoprämien, indem ich mich als Aktionär betätige, indem ich mein Geld verleihe, indem ich Vermieter bin, indem ich eben mein Geld der globalen Konjunktur zur Verfügung stelle. Quoten und Bandbreiten schützen vor Fehlern, insbesondere in Phasen, wo es doch recht ruppig ist. Und wir haben in diesem Jahr wirklich zum Teil einmalige Effekte am Kapitalmarkt gesehen, im Zusammenspiel von Aktien und Anleihen, weil einfach beide gleichzeitig in ähnlichem Ausmaß gefallen sind. Bewertungen, das konnte ich Ihnen hoffentlich rüberbringen, mit den Meme-Stocks und mit den aufgelösten Exzessen mit der geplatzten Blase oder zu großen Teilen geplatzten Blase bei den gehypten Tech-Werten. Zeitweise tut es weh, auf Bewertungen zu achten, weil dann generiert man eben weniger Rendite nach oben. Aber wenn ich auf Bewertungen und solide und robuste Portfolio-Kennzahlen achte, dann habe ich zwar die Schwankungen des Portfolios, weil sich der Diskontierungszins über steigende und fallende Zinsen ändert und das Portfolio insgesamt atmet, aber ich habe eben keinen spektakulären Ausfall, weil wenn Sie eine Aktie haben, wie aus dem Tech-Bereich, die 80% fällt, dann wissen Sie selbst, dann brauchen Sie natürlich extrem hohe Renditen, um wieder auf Null zu kommen. Und das tötet eben den Zinseszinseffekt, weswegen wir bei der strategischen Vermögensanlage von diesen Einzelwetten nichts halten. Das kann man auf der privaten Spielwiese tun. Im Vermögensstock, der langfristigen Vermögenszielen dient, hat das wenig zu suchen. Und das hatten wir schon angesprochen, die Grenzen der Diversifikation aufgrund des niedrigen Zinsniveaus. Protective-Put-Strategien auf globaler Ebene, die sorgen eben dafür den Teilbereich, wo die Grenzen der Diversifikation nicht wirken, wo eben Verluste nicht zu vermeiden sind, da Extreme abzufedern. Also nicht mit Puts auf fallende Märkte zu wetten, das ist Spekulation, sondern Teilbereiche des Portfolios, wo ich meine Aktienquote entsprechend steuern möchte, weil ich mir eben der Grenzen der Diversifikation bewusst bin aus den genannten Gründen. Auch das ist ja ein Thema, was wir häufig angesprochen haben und was ja auch entsprechend hier in vielen Portfolios von Ihnen entsprechend vertreten ist. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch gewesen sein, jetzt fokussiert zu den relevanten Themen. Der Markt wird heute natürlich auf die Inflationsdaten aus den USA blicken. Wir glauben aber, es macht keinen Sinn, jetzt einzelne Datenpunkte zu nehmen und dann sofort die Hoffnung zu finden, oh, Inflationsdaten 0,3% niedriger als erwartet, weniger Druck auf die Notenbank, die Geldpolitik wird doch nicht straffer, jetzt beginnt die nächste Rallye wieder. Wir glauben nicht, dass das der Fall ist, sondern man muss es im Zyklus sehen. Und da bieten sich vielleicht auch mal taktische Opportunitäten, die man temporär nutzen kann, aber das alles eingebettet in den Rahmen der strategischen Struktur mit klaren Quoten und entsprechenden Bandbreiten. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle würde ich die Aufzeichnung beenden. Darf alle diejenigen, die uns nun verlassen, darf Ihnen einen schönen Mittag wünschen, vor allem auch einen guten Appetit. Wir haben ja Mittagessenszeit. Wir sind natürlich für Fragen und Anregungen jederzeit über die gewohnten Kanäle für Sie erreichbar. Und alle anderen darf ich nun natürlich noch zu einer kurzen Fragerunde einladen. Aber das machen wir dann, wenn die Aufzeichnung beendet ist. In diesem Sinne, bis bald, auf Wiedersehen.